Hallo meine lieben Gnus und willkommen zu einem neuen Video. Bitte keinen Schock bekommen, das ist einfach nur ein Cosplay-Make-up. Ich habe jetzt gleich ein Cosplay-Shooting von Alice Madness Returns. Also keine Sorge, ich laufe so nicht im Alltag rum. Aber ich habe keine Zeit mehr, ansonsten ein Video zu machen. Deswegen muss ich diese Phase jetzt kurz nutzen, bevor ich gleich losfahre. Ich wollte euch einfach nur mal Danke sagen. Ich muss sagen, bei mir ist es so, ich genieße einfach diesen Moment, diese Situation. Ich weiß nämlich, ein Hype kann schneller rum sein, als man gucken kann. Das habe ich gelernt in den 2,5 Jahren, wo ich jetzt hier auf YouTube bin. Ja, man nimmt vieles einfach oft selbstverständlich. Tut mir übrigens leid für meine Stimme, durch die Streams ist die jetzt voll belegt. Auf jeden Fall, die Streams machen mir mega viel Spaß. Mir macht es mega viel Spaß, für euch Videos zu machen. Die Kommentare sind der Wahnsinn, wenn ich so ernstere Themen mache. Was für lange Texte da teilweise unter den Videos sind. Vielen, vielen Dank. Das ist echt krass, wie ihr euch da engagiert. Auf jeder Plattform seid ihr aktiv. Und für die ganzen netten Texte, wie sich die Leute freuen, wenn sie mal mitspielen können. Das ist einfach der Wahnsinn. Und mich freut es einfach extrem. Ich hätte nie gedacht, dass ich an der Abozahl so weit komme. Deswegen, ich finde es wichtig, dass man auch manchmal einfach Situationen genießt, ohne zu weit zu denken. Man darf einfach nicht denken, oh ja, jetzt bin ich bald da, dann habe ich so und so viele Abos. Einfach gar nichts denken, einfach weitermachen und diesen Moment genießen, weil ein Hype ist eben schneller rum, als man denkt. Und auch wenn es mal wieder nicht so gut läuft, ist mir egal, ich bleibe trotzdem da und mache Videos. Das ist einfach noch so ein Punkt, den ich euch nochmal sagen wollte. Und das habe ich nämlich sehr oft erlebt in der Zeit, dass viele, die einen richtigen Hype hatten, die sind dann auch, hatten auch so leichten Höhenflug und dann kam so wieder der Dämpfer. Und man darf diesen Höhenflug nicht haben, beziehungsweise man muss aufpassen, weil soziale Plattformen sind unberechenbar. Es ist schneller vorbei, als man denkt, als man gucken kann und man ist dann nur enttäuscht. Deswegen bin ich mega dankbar für diese Chance, dass es gerade so gut läuft, dass ich mein Ziel, die 20.000 quasi erreicht habe und genau, mehr möchte ich gar nicht. Ich bin einfach glücklich, genieße die Zeit mit euch und freue mich auf viele Streams, freue mich auf viele tolle Videos und bedanke mich für den ganzen Support. Ich werde auch demnächst mal, was mir sehr wichtig ist, euch mal eine komplette Woche von mir dokumentieren, wie die aussieht, weil viele Leute können sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie mein Alltag so ist, weil viele sagen immer, ja, wann spielst du immer privat, zocken wir mal privat, und ich sage immer den Leuten, ich habe privat keine Zeit zu spielen und die können sich das teilweise nicht vorstellen, was es heißt, halt zu arbeiten und dann nach Hause zu kommen, ein Video zu schneiden, Twitch zu machen, Hobbys zu haben, doch noch was für die Arbeit zu erledigen, Cosplays. Das ist einfach enorm viel. Das heißt, wenn ich zocke, dann zocke ich in den Livestreams. Privat habe ich momentan, ich habe nicht mal privat Zeit, Film zu gucken. Das ist alles durchgetaktet und durchstrukturiert. Eigentlich dachte ich, Diana wird gechillter, aber ist er nicht. Aber ich beschwere mich gar nicht, mir macht es Spaß. Ich sehe das nicht als Stress oder Arbeit an. Ich genieße das und mir macht es Spaß. Und es ist positiver Stress, würde ich mal sagen. Es ist kein negativer Stress, wo ich sage, oh mein Gott, ich pack das nicht. Also genau, normalerweise, wie gesagt, Mittwoch, Freitag, Sonntag Videos. Ich werde jetzt auch demnächst wieder vorproduzieren, dass da immer wieder für euch was nachkommt. Und ja, dann vielen Dank für alles, für diese schöne Zeit, die wir immer miteinander haben und früher auch bei Tiefphasen. Und danke, dass ihr immer da seid und mich so unterstützt. Ja. Und dann würde ich sagen, gehe ich mal zum Cosplay-Shooting. Ergebnisse seht ihr auf Instagram. Schaut gerne noch auf Instagram vorbei. Da seht ihr dann, habe auch Snapchat. Aber aktiver bin ich auf Instagram. Da mache ich auch immer alles in die Insta-Story, was ich so mache. Gerade bei so Events jetzt am Wochenende oder bei Cosplay-Shootings nehme ich euch ein bisschen mit. Ja, und dann sage ich nochmal vielen Dank. Vielen Dank an alle Abos, an meine Leute, die so lange dabei sind. Und vielen, vielen Dank auch noch an meine Mods. Was sind Mods? Das sind Moderatoren, die hier die Kommentare pflegen, die in den ganzen Streams dabei sind und teilweise durchdrehen, weil sie die ganzen komischen Fragen und Beleidigungen rausfiltern müssen. Die nehmen sich immer Zeit, egal wann ich streamen möchte. Wenn ich spontan sage, ach, ich streame heute am Samstag um 15 Uhr, sind sie da. Das ist ein Wahnsinn. Vielen Dank an euch, dass ihr das alles überhaupt macht und so viele Ideen einbringt. Ich weiß, es alles sehr zu schätzen. Bin richtig froh, so ein tolles Mod-Team zu haben und so viele Leute, die hinter einem stehen. Das ist echt schön. Ich genieße die Zeit und alleine durch die Leute, die ihr kennenlernt, lohnt sich das Ganze einfach auch schon sowas von wahnsinnig. Also Leute, ich bin raus, ich muss los und genau, Bilder seht ihr auf Instagram dann die Tage, denke ich. Und dann habt einen schönen Tag oder Abend, schlaf gut oder guten Morgen. Und
dann bis zum nächsten Stream oder Video. Es geht dann Mittwoch weiter und ich muss ein bisschen aufpassen zu reden. Meine Stimme ist total belegt von den Streams. Danke, ich freue mich, es macht Spaß. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Vielen Dank und habt einen schönen Sonntag oder einen schönen Tag, wenn ihr das Video schaut. Eure Gnu Mama.